Hi Kids! Django? Ja? Ich glaube, das reicht langsam. Ja, aber cool, dass du so gut drauf bist. Oh ja, das bin ich wirklich. Hey Kids, wir sind noch immer im Weltall. Und vielleicht habt ihr ja auch eure Jetpacks dabei, die wir letzte Woche gebastelt haben. Damit sind wir richtig gut ausgerüstet, oh, oder ja. Marcel? Ich freue mich richtig. Und ich finde auch, Django, vielleicht kannst du was so sagen, man sieht ja jetzt die Erde von hier noch besser als beim letzten Mal, ne? Wow. Wie wär's, wenn wir Gott direkt jetzt am Anfang mit einladen zu diesem Gottesdienst und dann machen wir weiter? Okay. Oh, ja. Komm, ich bete gerade. Danke, Jesus, dass du da bist und dass wir ganz viel Neues von dir lernen dürfen und dass du ja viele Dinge hast, die wir neu entdecken dürfen. Amen. Amen. So. Und das ist ein guter Startschuss, um mit den Liedern zu starten, oder Kids? Oh, Marcel? Ja. Django hat schon mal Bock. Okay, wir legen los in 3, 2, 1, 0.
bis zum Himmel, für immer bist du treu. Ich will dich loben alle Zeit. Oh, oh. 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 Am Morgen und am Abend, am Tag und in der Nacht will ich dich loben, sollst du erhoben sein. Oh, 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 oh. Cool. Das tut doch immer wieder gut zu singen. Voll. Ich mag das richtig gerne. Ja. Und hier ist es auch so spannend. Dieser Ausblick, daran könnte ich mich ja gewöhnen. Voll. Was ist das denn? Was denn? Seht ihr das? Auf der Erde. Da hinten? Da ist ein großes grünes Ungeheuer. Oh, Django. Ich glaube, du brauchst keine Angst haben. Was ist das denn? Ich glaube, wenn man genau hinsieht, dann erkennt man, dass das der Regenwald ist. Der Regenwald? Ja, da kann man den Regenwald sehen. Ich glaube, das ist sogar in Südamerika der große Regenwald, der Amazonas. Wenn du ganz, ganz genau hinguckst, dann kannst du es auch erkennen. Und weil wir so weit weg sind, sieht das einfach aus wie ein grüner Fleck. Ja. Okay, dann brauche ich ja wirklich keine Angst zu haben. Mm-mm. Eigentlich magst du ja Bäume. Oh, ich liebe die Bäume. Da gibt es immer viele Bananen drauf. Oh, das stimmt. Nicht bei jedem Baum, aber bei manchen. Bei manchen, ja. Und ich finde, von hier kann man richtig gut sehen, wie Gott die Natur geschaffen hat. Oh ja. Oh ja, das ist die wirklich toll. Die großen grünen Flecken, aber da gibt es auch blaue Flecken. Und das sind dann vielleicht die Blaubeeren. Nicht ganz. Fast, Django. Kinder, was meint ihr, was das sein könnte? Vielleicht die Ozeane. Genau. Das sind die riesigen Seen, die zwischen den Kontinenten liegen. Ja. Da, wo die Wale schwimmen und ganz viele Fische. Ganz große Fische vor allem. Und da, wo man am besten die wunderschönsten Sonnenuntergänge beobachten kann. Das liebe ich ja. Ich liebe die Sonnenuntergänge. Mhm. Oh, wirklich? Weil die sind echt schön. Genau, weil der Himmel dann immer so schön bunt wird. Mhm. Was magst du am liebsten in der Natur, Marcel? Also Django, ich mag am liebsten, es gibt so Krebse, ja, die sich eine Muschel suchen, und dann, um dann drin zu wohnen. Und das ist so eine Familie. Ja. Und wenn dann eine neue Muschel gefunden wird und der Krebs vielleicht da besser reinpasst, der älteste, dann schlüpft er einfach in die Muschel rein, in die eine Muschel, und die tauschen sich alle die ganzen Muscheln aus. Echt? Ach was. Das ist voll krass. Das ist sehr cool. Müsst ihr euch mal angucken. Bei Krebse, die in Muscheln wohnen, Kids. Okay, könnt ihr mal eure Eltern fragen, das finde ich richtig cool an der Natur. Das ist ja wirklich cool. Mhm. Django, was magst du denn? Oh, ich habe ein Tier, was ich besonders interessant finde, und das sind die Ameisen. Das ist ja interessant, dass du Ameisen. Ja, ist euch schon mal aufgefallen, dass Ameisen immer wissen, was sie zu tun haben, und dass da trotzdem kein Durcheinander passiert. Das stimmt. Und die sind so klein und so fleißig. Das finde ich irgendwie cool. Das sind coole Eigenschaften. Ja. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel zu entdecken auf der Welt. Und mit der Geschichte, die wir gleich hören, entdecken wir und erfahren wir noch viel mehr, glaube ich. So ist es. Ich glaube, wir springen direkt rein, oder? Auf die Plätze, fertig, los! Boah, das ist ja krass. Hey Kinder, habt ihr schon mal Ameisen beobachtet? Der Django hat ja am Anfang erzählt, dass er Ameisen so faszinierend findet. Und das stimmt. Die sind wirklich faszinierend. Also ich muss zugeben, anfangs fand ich Ameisen immer richtig nervig. Eigentlich habe ich sie gar nicht wirklich wahrgenommen, es sei denn, ich habe mich in ein Nest von denen gestellt. Und dann hat das ordentlich gepiekst. Wurdet ihr schon mal von einer Ameise gepiekst? Das ist richtig unangenehm. Aber jetzt, wenn man die genauer beobachtet, sieht man,
dass die alle wissen, was die zu tun haben. Ameisen haben zwar eine Königin, aber die sagt denen das nicht, was die machen müssen. Das wissen die von ganz alleine. Es sind so viele, sie sind so klein und jeder weiß, was er zu tun hat. Und hier, diese Ameise, die trägt etwas richtig Schweres. Wisst ihr, was ich gehört habe? Ameisen können das 40-fache von ihrem Gewicht tragen. Das wäre so, als wenn ich einfach mit einem Nilpferd auf den Händen rumlaufen würde oder mit einer Giraffe. Das würde nie im Leben gehen, so stark wäre ich niemals. Aber so kann man sich das vorstellen. Wisst ihr, was ich interessant finde? Es gibt so viele Dinge hier in der Natur zu entdecken. Und oft fallen mir die gar nicht auf oder fallen uns die auch gar nicht auf. Irgendwie scheint das alles so normal für uns zu sein. Aber wenn man mal genauer hinguckt, dann sieht man, wie besonders das eigentlich ist. Und heute möchte ich mit uns über die Natur reden. Und dafür will ich noch mal ganz kurz die Schöpfungsgeschichte wiederholen. Ihr kennt die bestimmt schon, aber einfach, dass wir es noch mal auf dem Schirm haben, weil um einen Tag geht es heute ganz besonders. Ganz am Anfang hat Gott das Licht geschaffen. Am Anfang war nämlich noch gar nichts da. Es war einfach alles dunkel und wüst und leer. Und Gott hat Licht und Finsternis geschaffen. Das ist am ersten Tag passiert. Am zweiten Tag hat Gott ein Gewölbe geschaffen. Da trennte er das Wasser vom Himmel. Somit ist der Himmel dann auch entstanden. Das sehen wir hier. Dann haben wir den Tag 3. Da hat Gott Land und Meer geschaffen. Und dazu auch die ganzen Pflanzen und Bäume. Und damit wollen wir uns heute auch ein bisschen beschäftigen. Wisst ihr was? Gott hat nämlich immer nach jedem Tag gesagt, dass es gut ist. Dass es gut ist, was er geschaffen hat. Und das ist hier die Natur. An Tag 4, das seht ihr bestimmt schon auf dem Bild, das wird hier auch nochmal eingeblendet, hat Gott Mond, Sterne und Sonne geschaffen. Und wisst ihr was? Dadurch ist auch die Zeit entstanden, weil dadurch, dass nachts der Mond und die Sterne zu sehen waren und tagsüber die Sonne, konnte man die Zeit rechnen. Dann sind die 4 Jahreszeiten entstanden. Der Winter, was jetzt gerade ist, der Frühling, der Sommer und dann wieder Herbst und Winter. So, das ist der Tag 4. Ich mache das mal hier oben hin. Am 5. Tag hat Gott die Tiere im Meer und die Tiere in der Luft geschaffen. Das haben wir hier. Und der letzte Tag, die Landtiere und die Menschen. Und alles war sehr gut. Beim 7. Tag habe ich jetzt kein Bild dabei, weil Gott hat am 7. Tag geruht. So, und ich packe jetzt mal die meisten Zettel wieder weg, weil heute wollen wir uns besonders den 3. Tag angucken. Da geht es nämlich darum, dass Gott die Natur geschaffen hat, aber auch die Tiere, die waren noch an einem anderen Tag. Aber das ist etwas ganz Besonderes, die Natur und die Tiere, die wir draußen sehen können. Wisst ihr, Gott hat das nicht einfach aus Spaß geschaffen. Er hat jetzt nicht einfach gesagt, so hey, ich habe jetzt Langeweile, deswegen will ich das jetzt schaffen. Sondern Gott hat etwas geschaffen, wo wir Menschen drauf leben können, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können und damit wir daran Freude haben können. Zum Beispiel an so schönen Blumen oder an solchen Pflanzen oder an solchen Pflanzen. Ihr merkt schon, hier stehen jetzt nur ein Blumenstrauß und 2 verschiedene Pflanzen, aber es gibt so viel mehr, was Gott alles geschaffen hat, wo Gott seine Schönheit und seine Kreativität reingesteckt hat. Wisst ihr, die Ameisen zum Beispiel, ich habe ja gesagt, dass ich die anfangs richtig nervig fand und ich habe vor kurzem in einer Dokumentation etwas über Ameisen gesehen und seitdem finde ich die so cool, weil ich gesehen habe, wie viel Kreativität in ihnen steckt und wie faszinierend sie eigentlich sind. Und ich glaube, dass bei uns sich viel verändert, wenn wir einfach mal genauer hingucken und mal genau untersuchen,
wie einzigartig eigentlich alles geschaffen ist und was Gott da alles reingestellt hat. Ich möchte euch von einem ganz kleinen Beispiel erzählen. Vor ein paar Jahren war ich bei meinen Eltern und habe im Garten ein Buch gelesen. Und es war jetzt auch nichts Besonderes, aber der ganze Rasen war übersät von Gänseblümchen. Falls ihr nicht wisst, was Gänseblümchen sind, dann wird hier nochmal ein Bild eingeblendet, dann könnt ihr sehen, was das ist. Gänseblümchen sind eigentlich nichts Besonderes. Also gerade zur Sommerzeit oder zum Frühling ist der ganze Rasen übersät von denen, zumindest bei meinen Eltern, aber eigentlich auf ziemlich vielen Rasen. Und irgendwie fallen die einem dann auch gar nicht mehr auf, weil es so viele von denen gibt. Und als ich dann im Garten auf dem Rasen war, ist mir plötzlich das erste Mal so richtig aufgefallen, dass diese Blumen da sind. Und dann ist mir ein Gänseblümchen ganz besonders ins Auge gefallen. Und ich habe es mir dann genauer angeguckt und dann erst gesehen, wie schön das eigentlich ist. Und wisst ihr was? Gänseblümchen, die drehen immer ihren Kopf Richtung Sonne. Ähnlich wie bei den Sonnenblumen. Das heißt, egal wo die Sonne gerade ist, egal wo sie im Himmel steht, der Kopf des Gänseblümchens geht mit. Und wenn es dunkel wird, dann schließt sich der Kopf. Und in dem Moment habe ich das erste Mal so richtig wahrgenommen. Obwohl der ganze Rasen übersät war von Tausenden von Gänseblümchen, ist mir das erste Mal dieses kleine Gänseblümchen aufgefallen. Und dann ist mir aufgefallen, dass Gott ja alles so wunderschön geschaffen hat und dass wir Gott in der Natur begegnen können. Ihr kennt bestimmt einen Satz, den habt ihr, glaube ich, schon ganz oft gehört. Entweder hier bei Citylight oder vielleicht bei euch zu Hause. Und das ist der Satz, Gott ist immer bei dir. Habt ihr das schon mal gehört? Ich glaube schon. Ich habe es auf jeden Fall schon oft gehört. Und die Sache ist, mit Dingen, die man oft hört, dann ist das vielleicht gar nichts Besonderes mehr. Wie bei den Gänseblümchen. Der ganze Rasen war voll und mir sind die gar nicht mehr aufgefallen. Aber wenn man dann mal ganz ruhig wird und ganz besonders drauf achtet, dann sieht man erst, wie besonders das eigentlich ist. Und so ist es auch mit Gott. Ihr wisst ja, dass er immer bei euch ist. Und dann lebt ihr vielleicht so in den Tag und merkt das gar nicht. Aber wenn ihr euch mal ganz bewusst Zeit nehmt, um Gott wahrzunehmen oder einfach um mit Gott zu reden, dann wird das auch wieder ein ganz besonderer Moment. Und ich habe eine ganz kleine Aufgabe für euch. Und zwar, wenn ihr das nächste Mal vielleicht im Garten spielt oder im Wald seid, spazieren geht, was auch immer, oder Fußball spielt, möchte ich, dass ihr mal bewusst darauf achtet, was in eurer Umgebung ist. Vielleicht schaut ihr euch mal bestimmte Pflanzen genauer an, wie sie aussehen. Und dann könnt ihr euch daran erinnern, dass Gott das gemacht hat und dass Gott immer bei euch ist. Oder ihr schaut euch irgendein Tier an, wie die Ameisen, oder ihr seht einen Regenwurm oder einen Maulwurf, was auch immer. Und das könnt ihr euch dann immer wieder in Erinnerung rufen, dass Gott bei euch ist und dass er Zeit mit euch verbringen möchte. Und ihr erinnert euch bestimmt daran, was Marcel, Berlin und Django am Anfang gesagt haben, was sie besonders schön in der Natur finden. Bei Berlin war das der Sonnenuntergang, bei Marcel waren das diese Krabben oder die Krebse, Krabben, irgendwie so. Und bei Django waren das die Ameisen. Und ihr könnt euch mal Gedanken machen, was ihr besonders schön in der Natur findet. Das könnt ihr dann zum Beispiel auf ein Bild malen. Vielleicht ist es bei euch der Regenbogen oder irgendein Tier, was ihr besonders gerne mögt. Oder ihr könnt es aufschreiben, wenn ihr schon schreiben könnt. Oder ihr fragt eure Mama oder euren Papa, ob der das für euch macht. Oder ihr holt irgendwas aus der Natur. Vielleicht ist das irgendwie ein Blatt. Das ist im Winter manchmal ein bisschen schwierig. Und dann könnt ihr davon ein Foto machen. Und ich würde mich richtig freuen, oder wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns das per E-Mail schickt. Da könnt ihr unten in der Infobox unsere E-Mail-Adresse raussuchen und eure Eltern fragen, ob ihr uns dann diese E-Mail schicken könnt. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir diese Rückmeldung von euch kriegen. Genau, damit wünsche ich euch richtig viel Spaß beim Naturentdecken und zu sehen, wo Gott überall da zu entdecken ist. So, Kids,
die zweite Woche und jetzt haben wir das zweite Mal die Chance, den Vers richtig gut einzuprägen. Du siehst ihn hier, du kannst mitlesen, wenn du schon lesen kannst, aber sowieso machen wir jetzt die Bewegung nochmal zusammen. Auf die Plätze, fertig, los. Ach Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Jeremia 32, Vers 17. Und das machen wir jetzt nochmal und ich erteile eine Redeerlaubnis für alle Kinder, die vorgestern ihre Zähne geputzt haben. Also überleg mal gerade, hast du vorgestern deine Zähne geputzt? Dann darfst du jetzt den Vers mit aufsagen. Auf die Plätze, fertig, los. Ach Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Jeremia 32, Vers 17. So, und jetzt gibt's eine Redeerlaubnis für alle Kinder, die gerade blaue Socken anhaben. Und los! Ach Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Jeremia 32, Vers 17. Und jetzt machen wir nochmal gerade eine Redeerlaubnis für alle Kinder zwischen 3 und 9 Jahren. Ach Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Jeremia 32, Vers 17. So Kids, jetzt basteln wir eine Luftballonrakete und alles, was ihr dafür braucht, ist eine Schnur, ein Luftballon und ich habe da schon mal eine Rakete drauf gemalt. Dann etwas Tesafilm und ein Strohhalm. Und das Ganze geht jetzt so, dass ihr als allererstes den Strohhalm auf die Schnur wickelt und die Schnur an einem Punkt fixiert. Ich mache die jetzt da hinten an einem Balken fest. Einen Moment gerade. So, das andere Ende spannt ihr dann zum Beispiel an einem Tisch und klebt das dann mit Tesafilm fest oder vielleicht habt ihr ja bei euch im Haus zwei Balken, die direkt gegenüber sind. Da könnt ihr es dann ja super dran binden. So, es soll nämlich auch gut halten. So, und jetzt pustet ihr den Luftballon auf. Ups, das war ein bisschen zu viel Luft. Versuchen wir das nochmal. So. Jetzt braucht ihr noch eine Wäscheklammer. Mit der haltet ihr jetzt die Öffnung des Luftballons geschlossen, damit keine Luft entweichen kann. Und dann nehmt ihr euer Tesafilm und klebt den Luftballon an. Den Strohhalm fest. Eigentlich wird man ja jetzt die Rakete hier an der Seite sehen, aber der Luftballon ist ja hops gegangen. Jetzt könnt ihr die Wäscheklammer loslassen, die Öffnung in die Hand nehmen und bei 3 loslassen. Autoplätze, fertig, los. Okay, eigentlich muss das noch viel besser funktionieren, aber ihr seht, ihr könnt hier die Rakete loslassen. Ich empfehle euch, eine etwas dünnere Schnur zu nehmen, dann funktioniert das alles noch ein bisschen besser. Boah, das war vielleicht nass. Auf jeden Fall. Das war eine richtig coole Geschichte. Mhm. Und es gibt einige schöne Sachen in der Natur zu entdecken, oder? Ja, voll. Und ich denke, wenn man genau darauf achtet,
was so alles um uns herum passiert, auch wenn wir vielleicht Auto fahren oder wenn wir zur Schule gehen und dann gucken, was alles um uns herum passiert, dann sehen wir daran auch, was Gott gemacht hat. Ja, voll, voll. Und die Talita hat das ja vorhin schon in ihrer Geschichte gesagt, wenn du jetzt in den nächsten Tagen mal ganz genau hinguckst, vielleicht mit einer Lupe oder einfach mal die Augen aufmachst, ich meine, so richtig Augen aufmachen, und wenn du was siehst, was dir richtig gut gefällt, dann kannst du uns das natürlich per Mail schicken, so wie Talita vorhin gesagt hat. Also du kannst uns ein Bild, was du geschossen hast oder ein Bild, was du selbst gemalt hast, zu uns schicken, und darüber würden wir uns richtig freuen. Genau, also von daher richtig schön, dass ihr wieder dabei wart, und ich freue mich schon, euch nächste Woche zu sehen. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao. Ciao. So, und jetzt könnt ihr die Wäscheklammer wegmachen und die Öffnung auch festhalten und jetzt quasi den Luftballon loslassen. Auf die Plätze, fertig, los. Oh.